Tag 2, Adventskalender von Duli TV. Das ist geil. Heute machen wir Backen. Machen wir nicht Kekse? Ja, aber die muss man backen. Und zwar machen wir selbstgemachte Kekse mit einer... Wir müssen, aus meinem Kopf, sage ich dir, was wir tun müssen. Ja. Wir müssen zum Beispiel den Ofen vorheizen. Ja, wir haben einfach irgendwie mit der Fertigbackmesse schon verkackt. Ja, wir haben jetzt schon vergessen, den Ofen vorzuheizen. Okay. Aber ich heize den Ofen nie vor. Auch bei Pizza nicht. Die kommt direkt so rein. Dauert halt nur länger dann. Wow. Ist ja egal. Okay, wir haben hier was und das wird geil, glaube ich. Denn wir machen Spezial. Wir machen Duli TV-Kekse. Okay, geht los. Backmischung. Fertig. Ab in den Ofen. Okay, was müssen wir tun? Ich mach das auf. Boah, es riecht richtig lecker. Sollen wir es staubig reinmachen? Nein. Vorbereitung und Teig bereiten. Backblech mit Backpapier belegen, Backofen vorheizen. Jetzt überspringen wir. Backmischung in eine Rührschüssel geben, Butterei hinzufügen. Alles in einen Mixer. Kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu einem glatten Teig fallen. Ein Ei. Größe M. Mix Butter. Wir brauchen Butter. Ach so, Butter. Butter. Brauchen wir wirklich nur ein Ei? Nein! Das geht bestimmt auch ohne Butter. Ah, hier. Das reicht. Wie viel brauchen wir denn? 150 Gramm. Das sind 150 Gramm. Das sind doch viel weniger. Ja, mehr? Nee, das sind ungefähr 25. Das reicht. Das reicht. Das sind die besten Kekse der Welt. Und gib ihm. Du bist so krass. Da steht, weiche Butter. Komm, ich pack den in die Mikro. Pack das in die Mikro. Ja, warte, wir machen erst alles da rein. Das sieht doch gut aus. Ich möchte die Maschine bedienen. Ich halte das fest. Mach auf Turbo, Junge! Nein, dann steht erst langsam, dann schnell. Da passiert halt nichts bei langsam. Das ist nicht langsam. Ich versuche mit meinen Händen den Topf zu erwärmen. Mach auf Power jetzt, da steht Power. Wir machen noch irgendwas falsch. Wir haben halt 4 von den Stücken drin, wir haben nur ein. Dann müssen wir mehr eingehen. Machen noch ein Ei rein. Das ist Backen. Backen ist immer nach Gefühl. Backen ist immer Freestyle. Perfekt. Sieht fertig aus. Gut, Mike. Gib dir das Kekse. Also, ob das kein Keksteig ist. Die Anleitung ist falsch. Die ist echt falsch. Da fehlt Milch. Wir brauchen Mehl. Doch, guck mal, das ist richtig geil. Machen wir das Essen? Ja, klar. Lecker. Eject. So, jetzt schon Teig. Aber kein zum Stechen. Das ist halt einfach Kacke. Ach, wir müssen das doch ausrollen. Ja, machen wir doch jetzt. Achso, da muss Mehl drauf. Aber brauchen wir nicht. Doch, da steht gleich bemehlt. Aber hier steht Tipp, direkt auf Backblech brauchen Sie kein Mehl. Ja, aber wir brauchen Mehl. Das ist halt so kein Keksteig. Wir haben Musterschokolade gemacht. Du isst gerade rohes Ei. Ja, aber es ist lecker. Du brauchst Mehl. Ich organisiere uns Mehl. Sie haben Kot an den Händen. Okay, wir haben ein kleines Problem. Das ist eindeutig zu matschig geworden. Deshalb haben wir uns gedacht, improvisieren ein bisschen. Wir nehmen jetzt Cornflakes, weil wir kein Mehl finden. Wir haben kein Mehl. Und packen das jetzt da rein. Wir machen quasi jetzt unser eigenes Mehl. Also jetzt ist die Folge How to make Mehl. Drei. Das sind jetzt schon die besten Kekse, die wir je gemacht haben. Das sind die ersten Kekse, die ich mit Mehl gemacht habe. Wegen Fertigmischung. Das ist ein Scheißfertigmischung. Ja. Ah, das ist da geht noch was, da geht noch was. Da geht noch viel. Hast du Nudelholz? Wollte ich gerade holen. Nice! Okay. Oh, ja, guck mal. Einmal noch, jetzt die Seite. Gib ihm. Oh, guck mal. Homemade Mehl.
Ja, guck mal. Besser. Guck mal, das nehmen wir jetzt. Ich finde, das haben wir sehr gut gemacht. Ja, rein damit. Alles? Natürlich. Wenn ich kippe mal noch ein bisschen Milch. Das wird einfach immer schlimmer. Mixer! Gerät! Wir machen jetzt noch ein bisschen Paniermehl rein. Das ist fast das Gleiche. Wirklich halt. Krass rein, guck mal. Das wird immer besser. Konditorei, Duli-TV. Butter ist weg. Oh, oh. Seid ihr mal zum Vergleich jetzt hier? Boah, guck mal. Geht gut. Wir machen jetzt aber, wir stechen nichts mehr aus, ne? Wir machen jetzt einfach Klumpen. Wir machen Kuchen. Das ist ja ein Schokomakron. Wir machen einfach nur Kakao. Nein, guck mal. Es ist der schlechteste Keksteig ever. Da muss mehr Panier mehr rein. Das ist einfach ein Blech voll Kot. Ich glaube, wir brauchen wirklich noch ein bisschen Paniermehl. Nein, wir ziehen das jetzt durch. Egal wie es wird, wir ziehen das jetzt durch. Ja, dann lass aber große Kekse machen. Ja. Je mehr du nimmst, desto schlimmer wird's. Guck dir das mal an! Ja, das sieht toll aus. Das sieht aus wie aus dem Hundepark. Das sind die besten Kekse, die ich je gemacht habe. Wie sind wir von einer Tüte Staub hier hingekommen? In der Serie A. Aber Kekse. Dulli TV Kekse. Besser geht's nicht. Schaut mal genau hin. Guck mal. Die bleiben hängen. Ja, es sind kleine Kackhaufen geworden. Ich weiß auch. Eigentlich sollte man die ausstechen. Aber wir schauen einfach mal, was jetzt rauskommt. Wir packen die jetzt in den Ofen. Okay. Kurzer Zwischenstand bei den Keksen. Es sieht aus, als hätten wir einfach nur Mousse-Schokolade in den Backofen geschmissen. Aber es ist immer noch Keksteig. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie sie am Ende aussehen. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wir machen den Ofen auf. Und zwar ist die finale Sekunde unserer geilen Kekse angebrochen. Mal schauen, wie sie aussehen. Also es riecht nach russisch Brot. Und wir haben gerade mal kurz einen Taste-Test gemacht. Es ist süß und knusprig. Was wäre ein Keks ohne eine gute Verzierung? Zuckerschrift. Wir dachten uns, wir machen unsere Dulli-TV... Kekse zu echten Dulli-TV-Keksen, indem wir es draufschreiben. Denn Branding können wir. Erstmal, begutachtet mal bitte, was wir Geiles gebaut haben. Ich meine, genau wie auf der Verpackung. Ich meine, wie wir uns das ausgedacht haben. Ich mache jetzt ich schreibe auf allen jetzt Dulli-TV drauf. Knackig. Weißt du, wie wir sie besser verzieren können? Du bist auf jeden Fall Mensch 2.0. Es kommen kleine Köte raus. Ich mache so richtig geile Schnörkelschrift. Also ich hab's geschafft, Dulli zu schreiben. Knusprig. Auch geschmacklich ändert das wirklich ein bisschen an russisch Brot. Ja. Als ob Kinder das bedienen könnten, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ich das nicht bedienen kann? Wir haben es nicht mal geschafft, eine Fertigbackmischung zu machen. Oh Mann, ich fühle mich ohne Witz, ich fühle mich richtig hilflos. Aber du hast auch mich. Das ist das Problem meiner ganzen Geschichte. Lass uns gemeinsam dumm sein. Ich bin so froh, dass wir in der Schule nie Kekse gemacht haben. Die werden alles so ausgeliefert worden. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf gerade. Ich finde, das ist richtig geil geworden. Guck mal, ich habe hier. Schaut euch mal bitte den Nukleus an, auf dem schon Dulli steht. Ist das riesig? Das ist der größte Kackhaufen, den die Welt je gesehen hat. Und er schmeckt auch noch. Okay, aus grün und rot wird braun. Ich wollte eigentlich, also mein Ziel, ja, war ein Tannenbaum. Aber ich kann es retten. Oh Mann, warum kann ich denn nicht schreiben? Ich mache jetzt noch ein Dulli-TV. Guck mal, das ist mein D. Ja, ich habe auch schon so einen gemacht. Das ist für Advanced. Guck hier, so sieht ein D aus. Okay, ist das jetzt gemacht? Krank, ne? Guckt euch das mal wieder an. Das ist das krankste D, das ich je gesehen habe. Ich will auch ein D machen. Boah, guck mal. Dicker. Mein Keks ist... an. Das ist das Beste. Entscheidet, haut mal bitte in die Kommis, welcher geiler ist. Aber mein Keks ist zu kurz. Ja, aber meiner ist geil. Guck dir mal bitte an, das ist, wie professionell ich diesen Keks beschriftet habe. Ich möchte jetzt habe. Auch einen professionellen Keks machen. Aber die Idee war gut, das umzudrehen. Ohne Witz, wenn du das jemand vor die Haustür legst. Und dann hingehst und das isst, der denkt auch, was das so mit dir lässt. Wir lassen den hier über. Als Giveaway. Wer diesen Dulli-TV-Keks haben möchte, von uns beschriftet, von uns, wir unterschreiben den. Ich unterschreibe mit grün. Ich unterschreibe mit blau. Blau ist fast leer. Scheiße. Jeder unterschreibt auf einen. Der ist jetzt kaputt gegangen. Das ist unser Giveaway ist gerade. Egal, ich schreibe auf den ganz großen, schreibe ich Dulli-TV drauf. Mhm. Und dann unterschreibe ich den noch. Wie schreibe ich den TV?
Mit einem T und mit einem V. Boah, Alter, guck mal, was für ein Profi bin, Alter. Hier, in grün. Und den unterschreibe ich jetzt noch. Mit meiner premium-geilen Unterschrift. Zack. Kriegt ihr noch einen geilen Strich. Bams, 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 bams. Respekt an mich selber. Oh, das sieht auch schön aus. Ich glaube, ich werde jetzt Backking. Boah, boah, boah. Heftig. Das ist ja nicht ein Giveaway, Digga. Ihr kriegt den hier und den hier auch. Ey, ohne Witz, genauso wie beim Golf, da ist einfach von wegen, backst du zwei Kekse, bist du Konditor. Guck mal, Entwicklung zwischen dem Keks ja? und dem. Alter, das sieht so premiumhaftig aus. Ich finde, wir haben richtig gute Arbeit geleistet. Aus diesem misslungenen Projekt haben wir noch unglaublich was Geiles gebaut. Wie lange braucht man das zu trocknen? Ich wette, das trocknet erst, wenn die Kekse auf... Boah, ist das süß! Jeder eine Tube auf Ex. Jetzt komm ich raus. Also, schmeckt meins, schmeckt das nach Gelb? Meins schmeckt nach Grün. Meins schmeckt nach Gelb. Wie schmeckt Gelb? Schmeckt das nach Rot? Wie schmeckt denn Blau? Ich glaube, es ist eine Einbildung. Ich glaube, die schmecken nicht gleich. Weit. Doch gleich. Das schmeckt anders. Warum stehen da eigentlich die Zutaten drauf? Grün. Steht da drauf. Zuckerschrift grün, das ist die Zutat. Geil. Ich finde, wir haben das premiummäßig abgeliefert hier. Daniel hat wirklich Respekt an Daniel. Das sieht aus. Nein. Hätte das ein Kalligraphielehrer gebaut. Ja, meins ist mehr so handschriftlich. Dein sieht aus, als hätte das mit Word geschrieben. Aber fett und kursiv. Ja. Okay, danke Daniel fürs Backen. Auf jeden Fall. Richtig geil. Ich würde sagen, wir hauen jetzt mal den Krams hier in den Kühlschrank, damit das schneller kalt wird. Und ihr liked das Video, abonniert den Channel, erzählt euren Freunden davon, was für geile Dudes hier gerade Kekse gebacken haben. Und dann sehen wir uns morgen, wenn der nächste Tag anspricht und wir ein neues Türchen im Dulli TV Adventskalender öffnen. Das ist ein Spaceship. Das ist ein Penis. Aber wenn ich jetzt hier die Düsen hinmal. Daniel, das Video ist zu Ende. Gehen Sie bitte. Tschüss!